kommen zurück über die Armut, die uns die Inflation beherrscht. Sie haben ein letztes Schlusswort, Laszlo Trankovic. Ich glaube, wir haben derzeit das Phänomen, dass die Realität die Menschen zwingt, realitätstüchtiger zu werden und pragmatischer zu werden. Der Ukraine-Krieg zwingt viele Menschen dazu, aufzuwachen von Träumen, die sie in diesem Bereich hatten. Heute wird kaum noch jemand sagen, Frieden schaffen ohne Waffen, wird sich kaum jemand trauen zu sagen. Auch die Vorstellung, dass man sich nicht verteidigen muss, auch die Vorstellung, dass wir keine Bundeswehr brauchen, da ist in einem Stück der Politik plötzlich die Realität eingekehrt. Und ich fürchte, dass in anderen Bereichen ebenfalls eine krisenhafte Zuspitzung dazu führen wird, dass wir wieder zu Moral kommen und zu vernünftigen Maßstäben und zu Augenmaß. Das ist aber ein bitterer Preis, denn der Krieg, der ist jetzt weit weg. Die Krisen, die kommen könnten und die Menschen aufrütteln, um vernünftiger zu werden, die werden nicht schön.